Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von E-Bike TV und ich bin ja auf der Eurobike und habe hier die Möglichkeit, den neuen Fazua Ride 60 Motor in dem Riese und Müller Urban City Tracking E-Light Assistant Bike zu fahren. Und was ich finde, was der Motor wirklich gut kann, wo er seine Stärken hat, vielleicht auch ein paar Schwächen, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran und freut euch auf alle Informationen. Du suchst eine E-Bike-Versicherung? Dann schau doch mal unter www.helden.de. Ja, den großen Trend, den wir jetzt überall sehen, ist natürlich, dass sich alles noch deutlicher und viel mehr noch auseinander dividiert. Also auf der einen Seite größere Batterien, stärkere Motoren, Automatikgetriebe, die sozusagen auch mit den Motoren gekoppelt werden. Und auf der anderen Seite soll es aber auch immer leichter werden und noch fahrbarer, noch mehr Reichweite. Und da habe ich jetzt mir den Ride 60 von Fazua, den Motor mal, ja, endlich mal in richtig ausgereift und fertiger Serie in einem Serienrad von Riese und Müller für den urbanen Pendel-City-Fortbewegungsbereich halt einfach mal, ja, testen können. Ich konnte zwar hier nicht ewig lange Strecken fahren und kilometerlang pendeln, aber hier haben die so einen Testparcours aufgebaut, wo man, glaube ich, auf jeden Fall schon sehr gut erahnen kann, wie gut der Motor eigentlich nachher in der Realität funktioniert. Man hat hier Ebene, man kann ganz schnell fahren. Es geht hier sogar in einem Parkhaus steil berghoch, auch wieder runter. Man kann Ampelsprint simulieren, also alles das, was man von anderen Rädern eigentlich in der Realität auch haben, kann man hier auch machen. Und wie fällt sozusagen mein Gefühl aus, halt mit diesem Rad oder mit diesem Motor halt im Urban City Trekking Bike? Den Ampelsprint würde ich so bezeichnen, dass der Motor auf jeden Fall in der höchsten Unterstützungsstufe wirklich harmonisch, ganz treu einem beschleunigt. Vielleicht sogar, ja, auf jeden Fall merkt man die 60 Newtonmeter bei dem Motor wirklich und man wird echt schön nach vorne ganz sanft gefahren. Und wenn man die Tretfrequenz auch gut anpasst, dann zieht er einen richtig raus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn ich hier volles Gepäck drauf habe und vielleicht noch einen Kindersitz drauf, dann schafft er das auch auf jeden Fall viel Kraft. Wenn ich dann halt beschleunige bis die 25, bis sozusagen diese magische 25-Grenze, das geht ganz harmonisch, ganz schlüssig und fährt sich total natürlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er mich supportet oder mich irgendwie drückt oder schiebt. Wenn ich dann an die 25er-Grenze komme, merke ich die gar nicht. Also ich merke den Übergang nichts von 25 auf 26 auf 27, das merke ich nicht. Und wenn ich dann nochmal sozusagen diesen 10-Ampelsprint oder eine Beschleunigung fahren will, zwischen 22, 23 über die 25 zu den 27, 28. Das fühlt sich wie analog. Also back to analog, würde ich sagen. Das ist so. Das macht der, ohne dass man das merkt, fährt er und du denkst, du fährst die ganze Zeit mit Motorunterstützung. Nee, geht gar nicht, weil du schon bei 30 bist und dann muss er ja automatisch aufhören und der ist nicht hochgedreht. Also diesen Übergang, und da sehe ich natürlich jetzt eine Riesenstärke im Bereich Pendeln, dass du mit so einem Motor genug Power hast und aber auch auf lange Strecke halt wirklich auch nachher dann analog fährst. Das wirkt dann. Zur Reichweite kann ich natürlich nicht sagen, weil ich hier den Akku nicht einmal leer fahren konnte. Da muss ich nochmal später einen Test machen. Ich werde auch nochmal sozusagen so eine Art Test zu dem Fahrradveröffentlichung veröffentlichen. Aber Fazit für den Motor ist für mich, für den Pendelbereich, also in der City, diesen Ampelsprint, dieses mal Schnellbeschleunigung bis 25, dann wieder abbremsen, wieder schnell, dann um die Kurven rum, zackig, Beschleunigung. Das macht er wirklich wunderbar. Und wenn ich dann rausfahre, lange Strecke fahren will, dann denke ich, ist ja 40 wie meine analoge Maschine, bloß wenn es Gegenwind und berghoch wird, dann unterstützt er mich wieder. Also, gelungenes Ding. Vielen Dank, dass ihr mir zugesehen habt. Schaut alle weiteren Videos und ja, bis dahin, danke und tschüss.